Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Nein. Oh. Was willst du nicht? In die Sterben. Lava. Lass mich gerade ein bisschen vom Wasser treiben und was passiert? Lava. Tschüss. Ach so, du schubst die jetzt alle zu mir runter hier. Aber. Ich vermute, wenn ich zurücklaufen muss, um mir was zum Essen zu holen, verhungere ich bis dahin. Ja, das ist mir auch gerade jetzt. Ja, ich würde sagen, don't starve. Au! Pass mal auf, Herr Skeleton. So nicht. Ja, na klar. Au, 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 au. Komm her. Ich hab den Pfeil runtergeschubst. Ja, danke. Aber es war kein Skelett mehr dran. Ja, es macht nichts. Umso besser. Boah, was hier los ist, ey. Ja. Ups. Endlich habe ich Lava gefunden. Ich habe gerade einen in Vollrüstung gehabt hier. Ne, der hatte glaube ich nur eine Krone auf. Oh, ich höre. Mal wieder ein Schwein. Ich weiß nicht, brauchen wir hier unten die Lava? Nö, wir kriegen doch aus dem Nether. Genau, es wurde die ganze Zeit aus dem Nether gepumpt, also keine Panik, kannst alles machen. Habe ich gerade hier ein Zischen gehört? Zischen ist nicht gut. Ah, da drüben ist er, okay. Jetzt erstmal hier ein bisschen. Hauptsache, der explodiert erstmal 6 Meter von mir weg. Hat Wasser eingestellt. Oh Gott, was ist denn das für ein Raum hier bitte? Woohoo! Ständig höre ich Explosionen. Bist du mit Dynamit am meinen oder was? Nein, nein. Also man könnte es auch so sehen, ja, aber nicht ganz. Die Dynamitstangen sind rot, grün, grün, blau, blau und lila. Boah, hallo! Also ich kann mir vorstellen, dass zumindest meine Zuschauer ihren Spaß hiermit haben. Oh Gott, ich bin fast tot. Fällt mir gerade mal auf. Ich sollte vielleicht nur was essen. Wenn ich es irgendwie schaffe, was zu essen. Oh, wo kommt denn überall das Wasser her hier? Das ist ja. Hey, ich hab Diamanten. Sind die Niagara-Fälle ja ein Witz gegen hier. Okay, da kommt eine blaue Dynamitstange. So, ich hab 7 Diamanten. Einen Chunk gefunden. Na komm her, du blaue Dynamitstange. Och. Allerdings. Das geht gar nicht. Klar. So. Wo seid ihr denn reingegangen? Ja. Genau da. Siehst du uns auf der Map? Also, beziehungsweise siehst du uns? Siehst du uns auf der Map? Wir sind nicht im Battlefield. Genau, das war auch gerade mein Gedanke. Sag mal, hier schwimmen gilt nicht. Und gleich der nächste. Vor allem die Pfeile tun jetzt auf hart richtig weh. Also ich bräuchte hier dringend Support. Das ist eine riesengroße Höhle, in der ich hier bin. What? Und zwar am besten ein Assault, bitte. Mit Medikit. Hilfe. Ich traue mich hier gar nicht irgendwas abzubauen, weil hier sind so viele Viecher im Umkreis. Ich verlasse gerade wieder die Diamanten. Das schmeckt mir eigentlich gar nicht. Ich bin auf Ebene 33, aber hier sind so viele Sachen im Kreis, dass man hier durchaus mal abbauen darf. Okay, dann seid ihr über mir. Irgendwo.
Irgendwo. Ich sehe auch. Doch, ich sehe den hier irgendwo. Ha. Ja. Hier sind ganz viele Viecher im Umfeld. So. Ja, ich höre Schleims auf alle Fälle. Spideys und Slimes und Kneckebrote. Da, wo bist du? Ach, da bist du. Ach, das ist schon die Höhle. Ja. Oh, hallo Lava. Ich versuche hier einfach mal ringsrum gerade so ein bisschen wenigstens auszuleuchten. Ja, ich beteilige mich mal. So. Okay. Toll. Was denn? Baue ich meine eigene Fackel wieder ab. Ja, das ist sehr spannend. Noch schlauer ist es, ohne Eimer Wasser rumzulaufen. Ich renne auch ohne Eimer Wasser rum. Ein bisschen Risiko muss immer dabei sein. Ja, Bibi. Oh. Ich hab einen dabei. Ich hab die nächste Sache gefunden, was wir machen müssen. Okay, bitte. Und Eimer zwar, Wasser. Wir müssen die 711 zu unserem Rucksack noch hinzufügen. Die 711? Aha. 711. Kannst du etwas nicht aufnehmen? So ist es. Dann haben wir ja zumindest schon mal einen Bug gefunden. Was ja so ein bisschen auch Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist, ne? Ja. Ich bin auch lustig. Was ich vorhin zu wenig Action gehabt habe, muss ich jetzt, glaube ich, ausgleichen. Ja. Unter mir Lava, irgendwas grün neben mir? Ja, neben mir ist sowieso die ganze Zeit hier was am Rumstöhnen und keine Ahnung. Am Rumstöhnen. Mhm. Ja. Ach so. Also das andere Stöhnen werden, glaube ich, wurscht. Hallo Creeper, bleib schön da. Ich sag ja, die sind nur auf mich aus. Ich höre auch die ganze Zeit hier Spinnen und so. Hallo Skelett, Creeper tschüssi Skelett. Gekillt. Ist ja ganz was Ungewöhnliches für mich. Ah! Wo ist jetzt der Zombie? Da. Gar nicht gesehen gehabt. Er hat dich direkt verfolgt. Es gibt hier echt interessante... Aber hier könnte, wie gesagt, wieder von oben irgendwas runterfallen, was einem dann auf den Kopf springt. Ja. Hallo. Aua. Ach, dieses... Au. Diese Silbertextur mit der Umrandung finde ich echt cool irgendwie. Ach, da bist du. Und tschüss. Hast du dir die 711 gleich aufgeschrieben? Nö. Ich hätte leider nicht die Zeit zum Aufschreiben. Ich glaube, jetzt haben sich alle gemerkt. Ja, irgendwie, glaube ich. Ja, spätestens wenn das Video draußen ist, steht es mindestens fünfmal im... Genau. Ey, die 711! Dran denken! Also schön dran erinnern. Alle, die das Video jetzt sehen, bitte in die Kommentare posten. Auch bei Protos. Schreibt's in die Kommentare. Genau, schreibt's in die Kommentare. Eieieiei, jetzt fangen wir auch schon so an. Hallo, Herr Skelett, von wo aus beschießt du mich? Das Interessante ist, wo seid ihr? Ja, irgendwo. Irgendwo im Nirgendwo. Möchtest du eine Positionsangabe haben? Nein, am liebsten wäre mir einer, wenn einer herkommentiert. Am besten irgend so ein Creeper-Magnet. Ja, schon klar. ich habe gerade eher mit Skeletten zu kämpfen. Ja, ich hab mit allen zu kämpfen, das ist doch mal ein Problem gerade. Ich dachte, du bist am Stripmine. Nee, ich hab aufgehört. Ach so. Das ist aber toll. Lava. Oh, Vor mir Lava. Ups. Jo. Ihr seid irgendwo in der Nähe, ich hab's gerade Pumps machen hören. Dann ist zumindest der Sebi schon mal in der Nähe. Boah, von wo kommst du denn? Du also bei mir oben sind sehr viele. Und ich bin überhalb von eurer Mine. Oh. ja. Auf jeden Fall scheine ich hier schon wieder mächtige Anziehungskräfte zu haben. Oh, Mensch. Ich sehe dich aber, glaube ich. Ja. Hi. Ah,
da hinten ist er. Unter dir ist einer. Echt? Ich hör's. Ja, unter dir ist ein Slime, Skelett. Hier nochmal ein Skelett. Ich hör's platschen, aber ich muss jetzt nicht zwingen. Ich mach dir mal hier ein bisschen mehr Plattform. Ja, das ist ja das Coole an dem Rucksack, vor allem wenn du den Pfeil unten hast. Ja. Dann legt er immer schön nach. Oh, ja. Guck mal, in blau. Hallo. Oh. Dann siehst du ihn auch besser. Ja, hallo. Oh, das wird sich rächen, dass ich jetzt gerade eben so hochnäsig war, wird sich rächen. Oh. Da hinten hüpfen Augen warum. Ach, da ganz unten ist auch was Grünes. Oh, da hinten ist was Rotes. Oh. In allen Farben. Hallo. Ein Traum. Nee, nee. Komm her. Komm zu Papa. Und tschüss. Also, ein roter weniger. So, wir haben jetzt über 40 Minuten und ich bin noch nicht tot. Oh Gott. Wo ist Holz? Wo ist Holz? Wo ist Holz? Nee, der Philipp war ja heute mal der Erste. Ihr habt aber schon gesehen, dass da unten ihr Titan hingeschmissen habt. Ich habe auch gesehen, dass da Gold ist. Ja, genau, deshalb habe ich es ja nicht aufge... Uah! Pass auf! Jürgen, weg, was, weg, was, weg, was, weg, was, weg, 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 daneben. Schock. Oh Gott. Und dann wunderst du dich, dass ich im Battlefield erstmal renne. Ja, das versuch mal hier. Uah! Ja, toll. Juhu! Erster Creeper tot geht an Protoss. Genau, Protoss, what the first person killed by Creeper. Am ja, besten und, ist, und Drake sammelt erstmal die EP auf. Am besten ist der Respawn-Punkt, der ist nämlich hier auf einem Kaktus, auf einem Kakaobäumchen. Oh, super, ja. Sir Drake? Ich glaube, ja. Komm mal kurz her. Meinst, soll du, ich Jürgen, was? Meinst du, der Jürgen schafft es, bis das Zeug weg ist? Ja, schafft er. Ich überlege, ob ich irgendwas mitbringen soll, aber naja, ich kämpfe mich jetzt mal so durch. So, kämpfe mich jetzt mal so durch. Und dann guck mal hier oben. Wo warten die eingestiegen? Oh, die sind jetzt inzwischen schon einen anderen Weg gegangen, nachdem wir mich gesehen haben. In der Lücke da oben war Creeper zu sehen. Irgendwo kommen die bestimmt gleich runter. Dann kriegen sie eine auf die Nuss. Ja, sagst du. Ich hab's vorhin bestimmt der Protoss gerade auch gedacht. Und schwupp hat er eins auf die Nuss gekriegt. Ja. Also hart ist echt schon nett, muss man ja sagen. Ja, ich bin nur hart. Ich weiß nicht, wie wir den Anfang jetzt gelaufen waren. Da wo der Sand weg ist. Im rechten Gang. Ja, das ist mir schon klar. Hallo, aber, ah, so, schau hier mal, bin ich da runter, kommt er. Genau. Ach, Taschen. Oh. Au. Wieso rennst du auch immer ein Titanschwert? Ja, pff, das war im Weg. Du bist der erste sein, wo ich erschlagen habe, oder wie? Genau. First kill by Drag Scorpion. Ja, dafür bin ich der erste verhungert. Ja, der erste, der überhaupt verhungert ist. Das habe ich auch noch nicht geschafft. Aber doch, gut, doch. Ich spiele auch sonst nicht hart. Oh mein Gott. Sollte nie Minecraft mit Kopfhörer spielen. Warum? Krieg ich noch einen Gehörschaden. Ja, ja, ist echt nett. So, ich bin schon wieder irgendwie in der Schlucht. Irgendwo in der Schlucht. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ihr seid. Oh. Ja, wir auch gerade nicht. Hallo. Noch eine Spinny. Hilfe. Und ein Skeletti. Na toll, in die Zange genommen. Sollen wir vielleicht erstmal dein Zeug einsammeln? Aua! Weg hier! Ja, nein, so schnell will ich nicht laufen. Sollen wir dein Zeug einsammeln oder nicht? So. Ich hab mir erstmal. Na toll. Ja, sammel mal ein. Ich dachte gerade, ich hab mir einen Weg frei gemacht. So, ich sehe Holz. Mhm. Ich kann nicht alles einsammeln. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ja, ich weiß auch nicht, wo ihr seid. Ich sehe euren Namen nicht. Hier drüben, beim Tintenfisch. Was? Beim Tintenfisch? Hier oben schwimmt ein Tintenfisch im Wasser. Na toll. Was habt ihr für eine Position? 77, 184. 77. Ah, okay. Oh. Hat sich, glaube ich, erstmal erledigt. So, heb mal den Rest noch auf von ihm da. Du sagst, der schafft's. Ich bin von ausgegangen, Entschuldigung. Mach dir doch mal ein bisschen Rüstungszeug. Wir haben dein Zeug jetzt erstmal aufgehoben.
Wenn also einer von uns stirbt, weißt du Bescheid. Wir haben es zumindest versucht. So. Ah, ja. Vor allem das Piep-Piep geht man mittlerweile auch schon auf. Die Pausarette. Hicks. Ja, das Piep-Piep ist interessant auf jeden Fall. Ich habe aber eher ein bisschen Panik vor dem, was hier von oben irgendwie. Ach so, hier ist diese große Höhle, die ich gefunden hatte. Oh mein Gott. So, dann schauen wir mal, was kann ich mit den Anrüstung machen? So ein Mützchen. Ah, ein Sebi. Hallo. Hallo. Hey, oh, hey. Diamanten. Ein Höschen. Und dann war es das schon mit der Bronze. Ja, ich hab jetzt. Genau. Ja. Ja, ich hab Höschen gesagt. Ihr habt's richtig verstanden. Ja, Jürgen trägt Damenunterwäsche. Richtig. Aber nur in Minecraft. Versuchst du von oben das Loch, das Wasser zuzumachen? Ich versuch's nicht. Ich hab's gerade gesehen. Ich glaube, das war andersrum, ne? Und ich mache auch noch gleich die Höhle zu, falls da noch irgendeiner denkt, er könnte da mal. Oh, hallo, Andy. Hast du gerade gehört? Ja. Ah. Oh, das klang erfolgreich. Haben wir eine Enderperle? Yep. Ja. Ja. Hey. Das wäre schon nicht bitte. Ist doch super. Wir wollen ja irgendwann mal in den Nether. Zeigt euch, ihr geht mir auf den Keks, ich hör's links, ich hör's rechts, ich hör's oben, ich hör's unten. Die Schleims sind echt, also geht gar nicht. Schleims. Sondern? Die ohne Hirn. Ach die, ja, die hört. Ich hab gerade gesehen, man kann sich aus Bronze auch ein Boot machen. Man kann sich ein Bronzeboot bauen, cool. Jo. Na, ob es jetzt aus Bronze ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall entsteht ein Boot raus. So, gerüstet bin ich. Und ich renn schon wieder falsch. Hallo. Warte, ein Schwert sollte ich vielleicht auch machen. Ja, die Köpfe fehlen bei denen öfter. Also da trifft es ohne Hirn noch besser zu. Ja. Ach komm, ich nehme jetzt so ein Stahlschwert mit. Oh mein Gott, ich bin hier schon wieder sehr mutig, muss ich sagen. Zu mutig eventuell. Ja, wieso, wir fangen doch an, mittlerweile gut auszuleuchten. Ja, aber das ist das Problem. In den Zonen, wo wir noch nicht ausgeleuchtet haben. Da bin ich gerade hinköpft. Au. Ja, ich auch. Oh. Immer wieder Nebelschwert, immer wieder Nebelschwert. Klack. 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 Okay. Hier ist ein Aufgang. Wir sind fast unter unserem Hafen. Oh, ich bin sowas von gar nicht unterm Hafen. Ich schon? Aber ich habe einen Haufen Titanium gefunden. Genau, ich stehe fast unterm Haus. So, was brauchen wir denn? Also wir brauchen Diamanten. Wir brauchen Bronze, und zwar richtig viel Bronze. Für die ganzen Bronze. Maschinen. Also das heißt Kupfer und Zinn. Ja, Kupfer und Diamanten Zinn, genau. Haben wir schon 8 Stück. Ja, das ist schon mal gut. So, wir brauchen Glas, ist egal, da können wir ja oben noch ein bisschen Sand abbauen. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen Kabel. Wir brauchen Electrical Engines dementsprechend. Okay. Ja gut, also Zinn, Kupfer, Kohle, Bronze, bisher Zinn, Kupfer. Also ich habe jetzt in... Ich hoffe, dass jetzt kein Grüner vor mir erscheint. In Jürgen seinem Rucksack sind ein Stack Zinn und ein Stack Kupfer ungefähr. Ja, und hab ich ja schon mal fleißig gesammelt. Und in meinem sind 11 Kupfer und 30 Zinn. Ja, und fast 3 Stacks Redstone. Ah, da will ich. Redstone ist natürlich auch ganz wichtig. So. Momentan Redstone ist total wichtig wegen Red Alloy Wire. Ach nee, das haben wir ja noch gar nicht. Ich wie Red Power. Okay, das war, aber das ist gerade so ein bisschen Sarkasten, egal. Ach so, okay. War eine gewollte Fehlinformation. Ja, das war eine gewollte Fehlinformation. So. Juhu, ich bin wieder Level aufgestiegen. Wir brauchen Gold. Wo treibt ihr euch mittlerweile rum?
Gold habe ich auch fast ein Stack. Bin jetzt wieder in der großen. Bin jetzt wieder in der großen Höhle. Ja, dann müsstest du mich ja fast sehen. Mit Eisen kann ich dich langsam fast zuschmeißen. Ich guck mich hier um. Fast zwei Stacks. Ich sehe dich übrigens, Jürgen. Schön, ich dich nicht. Wenn du jetzt mal Richtung. Warte mal, welche Richtung guck ich? Hallo. Ich guck Richtung Süden. Und tschüss. Nee, ich guck Richtung Norden. Wenn du jetzt Richtung Südwesten oder Südosten guckst. Ja. Süden. Ja. Ah, da steht ein Name, ganz klein. Ja, genau. Ich habe auch mit Zoom gerade mal. Oh, und da steht einer von meinen grünen Freunden. Hey, hallo, juhu! Achtung! Der war hier direkt um die Ecke. Oh. Ich habe hier hoch aber noch nicht ausgeleuchtet, dementsprechend wollte ich das gerade tun. Ja. Mach das. Ein blauer. Mehr als Schwert habe ich nicht. Und nur ein Stahlschwert. Oh, besser als nix. Genau. Ein grüner! Sag mal. Jetzt wollt ihr das aber wissen, überlebt? Oder? Ja. Ja, die haben den Lieblingssatz noch nicht gelesen. Hast du ein Spitzhäckchen für mich, dass ich mindestens ein bisschen mit abbauen kann? Ja, kann ich. Warte, kurz. Hier ist eine Spitzhacke. Bitteschön. Er kann da bestimmt auch deinen Diamantbohrer geben. Danke. Ich kann dir auch ich hab jetzt eh kein Jetpack. Das kann er dir bestimmt auch geben. Kann dir aber auch, guck mal, ich kann dir noch ein Diggers Backpack geben hier. Und ich kann dir einen Diamantdrill, der ist nämlich voll geladen, geben. Sehr schön. Und wo, hast du das Backpack nicht? Ist Backpack nicht dabei? Das... Ach doch, hab ich auch. Guck mal hier. Ein Backpack. Ah. Ja, wenn wir sagen, wir sammeln dein Zeug auf, wenn du stirbst. Dann tun wir dies auch. So. Dann sammle ich hier schon mal ein, während du dann vorne die Creeper beseitigst. Ja, ich kann gerade keine Creeper beseitigen, leider, weil da brauchen sie erstmal Ende, aber danach geht die Höhle weiter, wenn wir da einen Durchbruch machen. Darum wollte ich jetzt erstmal einsammeln helfen, schnell. Ja, was ist? Das ist sinnvoll. Ich würde mal sagen, geh doch mal in die anderen Etagen. Nee, deshalb sage ich ja, also wir haben hier noch genug zu tun. Ja, ich auch. Definitiv. Ich bin gerade auf Ebene 32. So, komm, wir gehen mal weiter. Hier nicht? Nee. Wir sind gerade auch auf Ebene 30, genau. So, Durchbruch ist gemacht und ich gehe mal aus... Oh Gott, nee, das müssen wir zusammen ausleuchten, weil... Ja, ich habe keine Fackeln. Kann dich höchstens mit einem Schwert begleitend verfolgen. Oh, hallo! Das sieht ja komisch aus. Das war ein Dorfbewohner-Zombie. Sag mal, was haben die denn hier gemacht? Warum? Ich komm mir gerade vor, als die dich Marmor abbauen. Marmor? Ja, es ist kein Marmor, das weiß ich selber. Das ist dieses Silberohr. Also Silber. Das ist so weich oder was? Nee, das sind Tausende. Ja, Silber kommt immer in Minenstrings vor, also wie so quasi komplett vorkommen, wie Kohle. Ey, da ist aber Kohle dagegen selten, ne? Ja. Also Silber, das hab ich, aber wir brauchen auch so viel Lithor. Ach du Schande. Protus! Ja, was denn? Komm doch mal hier rüber! Sekunde! Der will dir nur einen Creeper vorstellen, ich will aufpassen. Nee, ich fürchte es auch. Oder ganz viel Lava. Nö. So, wo bist du denn? Ich stehe hier unter Felsen. Unten. Ah, ja, doch ein Creeper. Naja, aber eher den Raum. So, eine Zuschauerfackel. Ich bräuchte die nämlich nicht. Nein. Oh, hier sieht er lustig aus. Der Drunken Zombie Pilze. Sollten wir wieder was essen? Das ist dieses Flötsvorkommen, von dem du gerade sprachst. So eins ist das. So.
So, ich versuche jetzt hier nur gerade mal irgendwie Creeper sicher nach unten zu kommen. Einfach schlagen. Ich kann ja die Steine unterm Boden weghauen, dann bist du ganz schnell unten. Ein Traum wäre das. So, ich sprinte jetzt einfach mal hier durch. Oh, hier, klack, okay, ich hab's schießen gehört. Tintenfisch ist hat sich gerade selber erschlagen. Okay. Ja, leg mal die Spinne hinter dir. Sehr nett von dir, sehr nett. Ich habe hier mal gerade eine Runde nach links ausgeholt und jetzt hole ich nur eine Runde nach rechts. Ach ne, erst nach rechts und jetzt nach links. Tschack und tschack und... Also diese Nachziehgeräusche auf dem Sand und auf dem Dreck gehen mir richtig auf den Kranz. Ganz ehrlich. Oh, mir gehen die Zombie-Geräusche auf den Kranz. Kriegen wir den von hier oben? Dann ah, das ist noch einer. Mehr als einer. Gut. Hoho! Die freuen sich gerade. Ja, ja, die sind total explosiv heute. Mhm. Die haben uns richtig lieb. Tja. Und sich gegenseitig erlegt. Ja, hier ist ein bisschen viel Lava. Da sollte man vielleicht nicht runterhüpfen. Wenn ihr, wenn gleich neben euch das Wasser ausgeht, wisst ihr, wo ich bin. So, einmal in den dunklen Raum. Licht angebracht, Licht angebracht. Hier oben ist auch noch viel zu dunkel. Licht angebracht. Licht. Licht. Ah, Skelett. Das bringe ich mal nicht an. Hier ist irgendwie überall viel zu dunkel. Und hier ist überall zu viel Wasser. Ja, und zu viele... Ach du Schande. Ja, hier bin ich total gerne. Ich kann es mir nicht angucken, weil ich hier die ganzen Ressourcen sammle. Ja, ich habe auch gerade angefangen zu sammeln. Das Problem ist, ich komme erstmal wieder in deine Richtung zurück. So ein bisschen. Ich rechne auch quasi jeden Moment damit, dass hier irgendwas in die Luft fliegt. Oder, keine Ahnung was. Auch mal ein bisschen Dirt in der Hand. Aua! Oh Mann. Diese ganzen Viecher hier im Umkreis gehen mir auch wirklich ein bisschen auf den Driss. Ich würde gerne wissen, wo die sind. Ja. Das sind keine. Das ist eine von den. Von den Vex-Verarschbomben. Der hat nämlich so eine Geräuschkulisse gebaut, einfach nur um die Leute zu nerven. Während des Spielens. Die sind quasi eingebaut in Bedrock. Oh, hallo. So. Irgendwer krepiert gerade über mir. Falls gerade überfällig viele Monster bei euch runterfallen. Entschuldigung. Was heißt runterfallen? Die stehen hier einfach alle rum. Oh, ich sehe wieder einen Tintenfisch im Strudel. Ach, hallo Herr Creeper. Da steht er da in der Ecke und wartet, bis ich alle abgeschlachtet habe, um dann leise vorzutreten. Ja, ja, der ist... Also ich habe wieder einen Tintenfisch nach unten geschickt. Also wo auch immer du gerade bist. Uah. Nein, 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 nein. Ich hab schon wieder keine Fackeln. Ja, geht mir ähnlich, aber ich hätte bald eine, ich hätte bald eine neue Kategorie aufgemacht. Welche? Gestorben durch Wasser. Oh ja. Ich bin glaube ich zu gierig. Das könnte mein Tod werden. Auch gleich. Ich glaube, ich mache gleich auch eine neue Kategorie auf. Erschlagen durch Kies. Erschlagen durch Kies ist auch gut, ja. Das hätte ich auch gerade beinahe geschafft. Erschlagen durch Kies und Sand ist eine super Kategorie.